vorstellen. Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen Update-Video bezüglich meiner Roomtour. Wer mir jetzt auf Twitter und so gefolgt hat, der weiß, dass ich in den letzten Tagen ein bisschen umgeräumt habe. Und wer mir auf Insta gefolgt hat, der weiß, in welchem Raum ich vorher gewesen bin. Ich bin jetzt vom kleinen ins große Zimmer gewechselt, was meinen Aufnahmeraum angeht. Dort haben sich auch noch ein paar andere Sachen geändert. Und in dem Fall fackeln wir gar nicht lang. Und ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch, wie das Ganze jetzt aussieht. Das ist der Blick, wenn man ins Zimmer kommt, beziehungsweise seht halt schon meinen Gamingstuhl und seht sozusagen den Hintergrund. Ein paar Sachen werden gleich noch umgeräumt, wir gehen aber gleich noch im Detail rum und ich erzähle euch ein bisschen was. Warum der Monitor gerade da aufgebaut steht, das hat natürlich auch einen Sinn. Ihr seht es vielleicht auch gerade in den Einblendungen mit dem Werbevideo. Die Leute, die mein Unboxing gesehen haben, wissen ja auch, worum es geht. Das ist der MSI Optics, der 27 Zoller, dazu gleich aber nochmal mehr. Hauptthema in dem Video ist der Block bzw. der Raum an sich, und hier gibt es ein bisschen was zu erzählen, was ist jetzt alles hier drin, warum ist das hier drin und so weiter und so fort. Fangen wir einfach mal auf der linken Seite an, was die Background oder die Kulisse angeht oder erstmal allgemein. Das Zimmer dreht sich hier um Games und eigentlich Hardware und Spiele in dem Fall. Und das andere, kleinere Zimmer, wo ich vorher war, das dreht sich jetzt um Film und Serien. Also das ist so ein bisschen das Thema des Zimmers. Auf der linken Seite, wenn man reinkommt, stehen erstmal die ganzen WoW Collectors Editions. Hier ist Classic noch hinter, da steht vielleicht noch Suboptimal. Burning Crusades, WoTLK, Qatar, Pandaria, Draenor, Legion und BFA. Darunter sind noch die, soweit ich sie wenigstens habe, StarCraft und Diablo Editions. Und obendrauf stehen noch der Hammer und das Schwert von Lane. Ansonsten ein paar Dragon Ball Figuren, Dragon Ball Xenoverse 1 und 2 und Fighters. Und sonst noch ein paar kleine, die ich habe. Ansonsten hier die Anniversary Street Fighter Figur. Dann von Injustice, Mortal Kombat, Tekken, die Street Fighter 5 Figur, die immer weiter nach vorne geht und irgendwann fallen wird. Und ansonsten die Titanfall 1 und 2 CEs. Hier oben noch eine kleine Sonderanfertigung, die ich vor x Jahren mal wegen YouTube bekommen habe. Mit Dadokart-Aufdrucken, Temo-Hut, meine Uhr von WrestleMania, als ich mit Jay unterwegs war, und eine Mario-Mütze. Dann haben wir hier hinten einen kleinen Retro Schrank, beziehungsweise ein kleines Retro-Regal, wo Zelda, Ocarina of Time und Majora's Mask ist. Dann haben wir hier noch alles N64-Klassiker, Banjo-Kazooie 1 und 2, Diddy Kong Racing, haben wir hier die Pokémon-Spiele für den Game Boy und hier unten Snowboard Kids 2, was es bei uns ja eh nie gegeben hat, ein paar Dragon Ball-Spiele und Shenmue. Das ist auf jeden Fall schon mal ein kleines Regal, was mir sehr viel bedeutet, beziehungsweise weil das alles Spiele sind, die mir damals sehr wichtig gewesen sind. So, dann haben wir einen Teil meiner Fightstick-Sammlung. Da fehlen noch einige. Das hier ist übrigens mein erster richtiger Fightstick. 2009 habe ich den gekauft. Würde immer noch funktionieren. Damals für die Xbox 360, wenn ich mich nicht täusche. Einen für die Nintendo Switch von Hori. Der limitierte Evo-Fightstick, wovon es nur 50 gab. Ein kleiner, Eigenproduktion, also ein kleiner Fightstick, der stark modifiziert wurde. Extra Buttons, extra Stick, anderes Pattern, selbst gemacht. der erste Fightstick für die Xbox One von Killer Instinct. Einer im Dragon Ball Design. Die Juggernaut-Maske, die Payday-Masken. Ganz viele Amiibos und Staub. Dann darunter die Overwatch-Figurensammlung. Tracer, Genji, D.Va, Reaper, Widow, Soldier. Fehlen jetzt noch Hanzo und Doomfist und Mercy. Mercy ist aber schon da, aber noch nicht ausgepackt. Der Illidan, der mega sick ist. Darunter haben wir die World Warrior. Das sind immer so zwei Street Fighter Figürchen, die gegeneinander kämpfen. Ihr seht vielleicht hier K.O., Rion, Ken, Guile und Chun-Li, Blanka und Zalzim, Honda und Zangief. Und unten noch ein paar Mario Kart Figürchen, aber das Regal ist an sich noch nicht fertig. Dahinter übrigens die goldene AK von Wildlands, die Tekken PS4, die ich gewonnen habe, die Street Fighter PS4, die ich gewonnen habe, und noch ein geiles Design von meiner Xbox 360, die aber leider ein ROD hat. Trotzdem, ich wollte die behalten, weil die ziemlich cool aussah. Auf der rechten Seite geht es weiter mit Fightsticks. Street Fighter 5 Fightstick, einen habe ich gewonnen, einen habe ich gekauft.
einen von Hitbox ohne Stick. Mal ein Horrified-Stick, weil ich es mal testen wollte, mit extra large an den Seiten, super cool zum Ablegen. Der von Linecast da hinten, dann haben wir den Guilty Gear und den Street Fighter Fight-Stick im Razer, also von Razer im Special Design. Daneben ist dann Patch und die anderen Payday-Masken. Hier oben sind noch mehr Amiibos. Darüber die Ubisoft-Figuren, seien es die Rabbids oder ein bisschen was von Rainbow. Blizzard World als ja, limitiertes Bild. Special Amiibos. Super Special Amiibo. Da hinten Mario Gold und Silber. Und hier oben habe ich noch eine Menge Skylander am Start. Auch eher die speziellen, wie zum Beispiel den Crash. Oder der Oster. Das ist der Weihnachts. Irgendwo ist auch noch ein Oster Special. Und ja, ein paar Skylander müssen auch mit dabei sein. Dann kommen wir auf die andere Seite. Und irgendwann kommen wir auch zum PC-Setup, Leute. Wartet ganz kurz. Hier der Sylvanas-Karton. Und jetzt fängt es an mit Mario. Super Mario 64 und Mario Kart. Mario Tennis, Mario Golf, Smash und Paper Mario. Die komplette Mario Party Collection. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis zum GameCube. Darunter Super Bomberman bzw. Bomberman 1 bis 5 und auch hier nochmal 3 in ausgepackter Version vom letzten Jahr. Ja, das auf jeden Fall auf der Seite. Das Regal ist schon ziemlich cool. Also ich mag die Retro-Regale. Auf der rechten Seite wird es ein bisschen freundlicher, wo auf der linken Seite Kampfspiele waren. Hier haben wir große Mario- und Zelda-Figuren bzw. Link-Figuren. Ja, der Coon, For Honor, Mega Man. Ansonsten hier weiteres South Park-Figürchen, Naruto, Final Fantasy. Die Destiny-Figur, die ist auch ziemlich cool, da habe ich mir auch darüber gefreut, sehr detailreich, mit vielen kleinen Extras. Resident Evil House, Battlefield und der Geralt. Hinter den Türen wartet einmal Naruto und auf der anderen Seite steht Gaara. Und ja, das dann zu meinem Setup. Hier leuchtet es dann auch schon schön bunt, ist noch ein bisschen unaufgeräumt. Auf jeden Fall 3 Monitore, habe auch hier mal ein bisschen was anderes versucht. Da hinten mein Rechner mit meinem Logo drauf, der Juggernaut-Kühlschrank. Oben die ganz wichtigen Figuren, ja, meine Fortnite-Figur, die man ja anscheinend nicht kaufen kann. Die leider schon ein bisschen eingegangen ist von der Sonne, deswegen hat die so einen extra Sockel. Dann Elder Scrolls Online und hier die 10-Jahres-WoW-Statue, die ist ziemlich cool. Und ja, warte, schauen wir hier mal kurz hinter. Verkabelung. On point, ich bin Großmeister, vielen Dank. Ich weiß, das wolltet ihr schon immer sehen. So ist richtiges Kabelmanagement. Da drinnen sind auf jeden Fall die Konsolen. Erstmal die Switch und die Xbox und die PlayStation oben. Alle haben ein eigenes HDMI-Kabel, die gehen irgendwo hier raus, ja, damit ich sie direkt hier an die Capture Card anschließen kann. Ansonsten, mein Rechner ist offen, weil das Ding oben aufgeplatzt ist. Ich habe schon hier mit Panzertape gearbeitet, weil die Schraube weg ist. Aber so kommt ein bisschen Luft rein, ja. Und das ist das Aufnahmezimmer. An sich, ich würde sagen, geiler Background, wenn man sich das nochmal anschaut. Ziemlich cool. Der Tisch ist eigentlich nicht da. Hier werde ich in Zukunft die Card Openings aufnehmen für meinen Trading Card Kanal. Dafür ist nämlich auch dieses Ding da. Das kommt nämlich oben drauf. Oben wird die Kamera dran gehangen. Auf der einen Seite das Mikro. Und das Ding passt perfekt da drauf. Und so kann ich dann in Ruhe die Card Openings aufnehmen. Warum dieses Ding jetzt da steht und nicht angeschlossen ist, also der MSI-Monitor, liegt daran, dass ich ihn euch nochmal zeigen wollte. Letztens, das Unboxing war ja eher so ein kleines Showcase, wo ich euch erzählt habe, was der Monitor so kann, was er so drauf hat. Ihr könnt euch das Video auch nochmal anschauen, der Link ist in der Videobeschreibung. Jetzt aber nochmal ganz kurz im Detail, was ich nämlich ziemlich nice finde. Der Background, ja, das flackert jetzt ein bisschen. Das flackert eigentlich nur in dem Video so, liegt aber an der Kamera. Ansonsten sieht das super smooth aus, sieht super nice aus. Schöner Effekt auf jeden Fall, finde ich ziemlich geil. Gibt es vorne auch, ich weiß nicht, ob man den gut sehen kann. Hier unten drunter, ja, es flackert halt, deswegen sieht man es so gut. Auf jeden Fall geiler visueller Effekt. Ansonsten super cooles Bild. Hat sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, auch im Gaming-Bereich, habe ich ja gesagt, der hat GameSense. Natürlich 144 Hertz, 1 Millisekunde Reaktionszeit. Ihr könnt, wie gesagt, alle Infos auch noch in meinem anderen Video entnehmen, ansonsten auch nochmal Link unten in der Videobeschreibung. Der Monitor ist wirklich cool. Ich mag den Standfuß auch lieber als den,
weil ich hier einfach mehr Platz in der Mitte hätte. Und wenn ich den ein bisschen höher setze, kann ich da mehr mit arbeiten. Ansonsten nimmt er natürlich auch viel Platz weg, ist aber dafür auch ziemlich groß und hat sehr, sehr viel zu bieten. GameSense ist da für Counter-Strike, was er mit Licht arbeitet. Auch für Dota und Minecraft. Hat sonst viele Einstellungsmöglichkeiten, macht dunkle Ecken heller, hat spezielle Gaming-Options, hat sogar eine eigene App. Warte, ich versuche euch das kurz zu zeigen, vielleicht kriegen wir das noch hin, ja. Hat hinten einen roten Knopf. Damit öffnet sich ein schönes Menü. Könnt ihr jetzt natürlich nicht lesen, da kann man einige Sachen einstellen, vorgefertigte Profile im Gaming-Bereich mit der Schwarzabstimmung. Man kann die Reaktionszeit einsetzen, die Bildfrequenz natürlich, man kann hinten die Lichter ausmachen, also die Background-Beleuchtung. Man hat aber auch Möglichkeiten, sich Game-Helper einzurichten, wie zum Beispiel ein dauerhaftes Fadenkreuz in der Mitte und sowas. Ihr wisst Bescheid. Wie gesagt, checkt das andere Video ab, das hilft euch ein bisschen mehr. Denn da habe ich ein bisschen mehr über die Features geredet. Ansonsten natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung der Link zum Monitor. Den Laptop kennt ihr ja auch schon. Wie gesagt, das steht eigentlich nicht hier auf dem Tisch. Würde eigentlich dieses Gerüst stehen für den Kartenaufnehmen. Ansonsten wäre der aber auch nicht im Zimmer. Und, Gott, laber ich wieder viel. Lampen, auch vom Greenscreen, sind da. Denn der Greenscreen von Elgato versteckt sich hier. Oh, und Staub. Den würde ich vorziehen. Dann ziehe ich den hoch und hätte sogar einen Greenscreen jetzt alles parat, um alles Mögliche aufnehmen. Selbst VR ist in dem Raum möglich. VR-Kamera 1, VR-Kamera 2 da hinten. Und naja, die Fläche reicht wunderbar. Glasdinger leicht zur Seite neigen. Und dann hat man hier einen relativ großen Teppich und eine riesige Area für VR, die auch direkt mit an den Monitor angeschlossen werden kann. Das ist mein neues Aufnahmezimmer. Vielen Dank nochmal an MSI für die Bereitstellung des Monitors. Der Monitor kann jetzt endlich da hinkommen, denn meiner müsste kleiner sein. Ja? Mein Monitor könnte wegen einem Curved auch so wirken, aber der wird endlich ausgetauscht. Der kommt dann da in die Mitte. Zwei Hochkantmonitore für Chat oder sonst was. Hier wird gerade schon COD runtergeladen, ist aber schon raus, wenn das Video online ist. Ansonsten mein schöner Rechner, wo die Wasserkühlung geplatzt war einmal. Aber wir haben ihn wieder heile bekommen, es läuft wieder alles, easy peasy. Hier unten, falls ihr euch wundert, die Stufen oder diese kleinen Treppen sind dafür da, um Sachen zu lagern. Hier unten sind noch wichtige Kabel, hier zum Beispiel die letzten Spiele, beziehungsweise die Spiele, die gerade in den Konsolen sind und so weiter und so fort. Das ist mein Gaming-Setup. Rio hat alles im Blick. Und ja, Fortnite wird natürlich weiterhin gesuchtet. Jetzt bin ich auch fertig, jetzt habe ich viel erzählt. Das ist mein Zimmer. Danke MSI für den Monitor. Checkt die Videobeschreibung ab, checkt das andere Video ab, da erzähle ich noch ein bisschen was dazu. Ansonsten hoffe ich, dass euch die kleine Roomtour gefallen hat. Würde mich sehr über euren Kommentar freuen, wie ihr das Zimmer denn so findet. Und ja, wenn ihr Fragen habt, lasst es mich wissen. Und ich schaue dann mal, dass ich sie beantworten kann. Leute, habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.